Hi Leute und herzlich willkommen hier auf dem Kobalt Channel. Heute wieder mal mit mir, dem Carsten und World of Tanks. Heute seht ihr mich mal in meinem KV-2, einer der russischen Heavy Tanks, einer der drei. Und wer ihn kennt, weiß, das ist auch so ein bisschen die Super Troll-Variante mit dieser 152 mm Kanone, mit der man, wie ihr gerade schon auch schön im Video seht, gerne mal HE lädt. Und ja, wir sehen hier einen Angriff auf Karelia, auf Karelien, ja, auf Deutsch heißt Karelien. Ja, das Matchup ist ganz gut für uns, nur 3-7er Panzer bei den Gegnern und wir sind auch in der Verteidigung. Das ist für den KV-2 natürlich auch sehr, sehr schön. Ihr seht hier unten hier haben die Gegner diese Angriffspunkte und versuchen unsere Basis einzunehmen. Ja, zu dem Gameplay selbst verrate ich mal selbst jetzt noch nichts, außer dass man mit dem KV-2 mal eine etwas außergewöhnliche Rolle einnimmt. Und naja, nachdem ihr seht, viele, viele gegnerische Panzer fahren hier runter, habe ich beschlossen, ich fahre hierhin, weil gerade hier weiter oben, da wo ich dann auch später hinfahre, da kommen eigentlich immer die ganzen Heavy Tanks zusammen. Und was sie eigentlich gerne machen im KV-2 in der Verteidigung, ist weit hinten stehen, schon mal einzielen und sobald einer vorkommt, hau ich den mit meiner HE-Kanone, weil ich habe ja 20 Sekunden Reload und das möchte man halt im Nahkampf eigentlich nicht haben. Ihr seht jetzt aber, hier kommt niemand mit. Hier stehen alle nur am Campen, selbst unser Skoda hier, unser Skoda T40, der eigentlich scouten sollte. Wenn ihr auf den Chat achtet, dann seht ihr auch, dass sich hier schon Leute beschweren, warum da niemand scouten geht. Und dann habe ich kurzerhand gedacht, naja, wenn es eben sonst niemand macht, dann muss das eben ich mit dem KV-2 machen. Das war mir eine sehr, sehr unliebe Geschichte. Aber naja, ich habe gedacht, ohne Scout geht halt eben gar nichts. Ihr seht es hier im Chat, I'm counting on you guys. Es ist halt klar, ich bin völlig aufgeschmissen. Und hier ein Cromwell. It's a trap. Und Headshot. das war der Cromwell. Und genau das ist eigentlich der Sinn dieser Kanone. Die hat mit HE relativ gute Pen. Ich muss gerade mal schauen. Also mit HE 86 und selbst mit AP ist die Durchschlagskraft nur bei 110. Also schießt man halt gerne HE. Und gerade so ein Panzer wie der Cromwell, der halt absolut keine Panzerung hat, ist dann sehr, sehr schnell weg. So, jetzt gehe ich hier ein Stück weiter nach vorne, in der Hoffnung, dass mich jetzt niemand von der Seite kriegt. Und ihr seht, es funktioniert. Jeder, der davor kommt, wird zumindest von unseren Jagdpanzern ziemlich, ziemlich auseinandergenommen. Und das klappt auch schon ganz erfolgreich. Ihr seht auch die andere Flanke, die natürlich auch völlig überladen ist, funktioniert relativ gut. 5 zu 3 steht schon. Hier wird mir natürlich gesagt, ich soll zurückfahren, weil sie natürlich nicht wollen, dass ich um die Kurve fahre. Das habe ich natürlich auch nicht vor. Und hier wollen sie mich halt. Krieg eine fette Schelle vom KV-3. Hab zum Glück den VK 3002 gebounced. Also fette Schelle, weil er 423 Schaden gemacht hat bei einem Durchschnittsschaden von 390. Also das ist schon richtiger Highroll. Aber dafür hat der KV-3 jetzt auch ordentlich von unseren Jagdpanzern abbekommen. Hier kassiere ich jetzt nochmal eine, weil ich den Churchill nicht gesehen habe. Das war ein sehr schlechter Schuss. Den hätte ich einfach nicht losschießen sollen. Das war einfach nur schlecht geaimt. Hinter mir geht jetzt hier die T-67 auf. Fünfer Jagdpanzer. Aber sieht nicht so aus, als wollte er mich flankieren. Ich bin eh noch im Reload. Fahre jetzt hier ein bisschen vor und zurück, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Und jetzt muss ich zugeben, das, was ich hier jetzt tue, ist ziemlich blöd. Ich fahre jetzt gleich rückwärts hier raus und wenn er quasi auf mich gezielt hätte und jetzt meine Kette abgeschossen hätte, Headshot! dann wäre ich da stecken geblieben und hätte fast nichts mehr machen können. Aber der nächste One-Shot. Inzwischen 1422 Schaden ist doch eigentlich ganz nett. So, jetzt geht das Ganze hier ein bisschen hin und her. Und sie sagen jetzt, ich soll zurückfahren. Und das mache ich jetzt tatsächlich auch, weil ich denke, ich habe mein Glück lange genug ausgereizt. Aber ich sehe jetzt hier hinten, dass sich mein Team bewegt. Und entschließe mich jetzt kurzerhand, doch nicht ganz zurückzufahren, sondern
jetzt weiter in Bewegung zu gehen und mal schauen, ob wir das Ganze nicht flankieren können. Ich mache das mal kurz auf zweifache Geschwindigkeit, weil der KV-2 ist eben ein sehr, sehr langsamer Panzer. Und ihr seht, der E-25 kommt hier jetzt außen rum. Und jetzt kriegen wir tatsächlich die restlichen Panzer, die hier oben stehen. Ich habe jetzt beschlossen, auf den KV-3 und nicht auf den Lux zu schießen. Der Lux hätte mir zwar mehr Schadenspunkte gegeben, weil er noch mehr Leben hatte, aber ich fand einfach, der KV-3 war das wichtigere Ziel. Jetzt passiert in diesem Replay leider nicht mehr viel. Ich speed das Ganze mal ab. Ich fahre jetzt mit hier nach hinten, um die restlichen beiden, drei Jagdpanzer zu finden. Schließe mich hier rum zu fahren und natürlich werden die hinten aufgespottet und noch bevor ich großartig was machen kann, ist das Replay dann auch wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich versuche jetzt noch die Postgame-Stats für euch auf dem Bildschirm zu kriegen. Bis gleich. So, hallo und nochmal willkommen zurück. Hier habe ich für euch die Postgame-Stats. Das waren 27.583 Credits. Also eigentlich ganz ordentlich. 2000 Erfahrungen. Es war natürlich mit dem Daily Win Bonus. Und das Witzige ist, wir haben einfach mal im KV2 mehr Spotting-Schaden gemacht, als wir eigenen Schaden gemacht haben. Haben hier drei Gegner gekillt. Und das ist natürlich, stimmt nicht, dass das hier ein T49 war. Das war nämlich eine T67, aber das ist jetzt ein Fehler auf der Replay-Website. Hier, wir können sehen, beim Damage waren wir sogar Dritter, nur der Jagdpanther und der E25 besser, für die wir natürlich beide auch fleißig gespottet haben. Was Erfahrung angeht, war ich sogar tatsächlich der Beste mit 1000 Base Experience. Ja, Kills waren wir auf zweiter Stelle, also es war eigentlich ein sehr erfolgreiches Battle. Also ich weiß nicht, was wir hier genau, die Medaillen werden ja angezeigt in der Replay-Website, aber die Badges nicht. Ich weiß es nicht mehr genau, was das alles war, aber so ein paar. Ich glaube, wir haben tatsächlich eine Scout-Badge hier bekommen. Eigentlich ganz witzig. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hier nochmal der Gewinn, den wir tatsächlich rausgeschlagen haben, 20.000. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.